Biodeutsch. Was soll das denn sein? Ursprünglich wollte ich mich zu diesem Begriff gar nicht äußern, weil mich der Begriff ärgert. Warum ärgert er mich? Wenn überhaupt, ist der Begriff nur lachend zu ertragen. Und tatsächlich ist er auch als Karikatur zunächst in Umlauf geraten. Eine Karikatur, die auf die Privilegien des Deutschen hingewiesen hat. Welches Privileg ist damit gemeint? Das Privileg, einfach so selbstverständlich dazuzugehören, selbstverständlich partizipieren zu können, selbstverständlich sich im politischen Diskurs gespiegelt zu sehen. Ja, und wenn man diese Selbstverständlichkeiten nicht reflektiert und sie eben nicht als Privileg wahrnimmt, tendiert man dazu, zu übersehen, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass es viele Menschen gibt neben uns, die nicht einfach so sich gespiegelt sehen, die keine Stimme haben in der Gesellschaft. Und darüber zu verhandeln, wer, warum, welche Stimme hat in einer Gesellschaft, das lohnt natürlich und das ist wichtig. Und deswegen ist Biodeutsch als Karikatur und lachend wunderbar. Momentan sprechen wir viel von Mehrheitsgesellschaft, Mehrheit und Minderheit und dass die Minderheitsgruppen zu wenig Stimme und zu wenig Platz in der Gesellschaft haben. Das ist sicher richtig. Ich glaube allerdings, wir sollten wegkommen von Mehrheit, Minderheit und viel lieber von Vielheit sprechen. Wir sollten akzeptieren und bejahen und uns darüber freuen, dass es eben unterschiedlichste Gruppen gibt und manche sind größer und andere kleiner, aber wichtig ist, dass es unterschiedliche gibt. Diese Differenzen darf man sicher nicht klein sprechen. Das ist auch logisch, dass jeder entsprechend seinen Erfahrungen, die natürlich auch was mit Herkunft zu tun hat, aber nicht nur. Also dass man diese Differenzen sichtbar macht und dass man sich auch nicht vormacht, dass wir alle gleich sind, dass es richtig ist, dass wir alle unterschiedlich sind und dass frei nach Hannah Arendt jede demokratische Gesellschaft gerade daraus besteht, dass sie diese Differenzen bejaht und miteinander ins Gespräch kommt, respektive wir müssen mehr verhandeln darüber, wie man spricht, ohne dass man den anderen beleidigt. Wie spricht man miteinander mit Respekt? Das sind eigentlich die zielführenden Fragestellungen. Wie kann ich mein Handeln ändern dafür, dass weniger Menschen sich bemühen müssen, dazu zu gehören? Das ist eigentlich die Frage. Also, Biodeutsch als Karikatur lachend ist in Ordnung.